Herzlich willkommen zum 12. Part von Lost, wir Domus. Das ist doch schon der 13. Part. Stimmt. Verdammt. Ja, 13 Unglückszahl. Wer zuerst aufsteht, wird eh nämlich das Unglück erfahren. Ich bin gerade aufgestanden. Genau, also wir sind jetzt hier in Black Rock, schwarzer Felsen. Das ist ein gutes Schiff. Man ist kein Felsen, ich hätte das gedacht. Da können wir jetzt reingehen und die Dynamit finden. Das war's. Wenn wir jetzt irgendwie, wir können auf das Dynamit schießen und schauen, was passiert mit der Pistole. Lieber nicht, oder? Nee, macht's lieber nicht. Wir müssen eh Munition sparen, man kriegt gar nicht so viel Munition. Wir können gerade eh nicht die Pistole benutzen. Ja, das ist auch. Wir haben schon einen abgeknallt, ist doch auch ein blutiges Spiel. Ja, so ein bisschen. Ne? Das ist gemein. Finde ich nicht gut für Kinder. Nee. Also schaltet ab, wenn ihr unter 12 seid. Unter 12? Nee, schon mal. Alter, wie viel? Wer hat es da gelagert? Ja, das war irgendwie so eine alte Kolonne von so einem Schiff aus Afrika. Und die haben es dann mitten auf die Insel geschleppt und dann. So, der hat sich nicht hochgesprengt. Okay, jetzt dann wieder. Ich glaube, ich muss jetzt echt vorsichtig. Wenn ich jetzt so hastig gehe, dann sterbe ich, kann das sein. Oh, das ist ein Gerippe. Ein Skelett. Das Schiff scheint schon lange her, hier zu liegen. Vielleicht ist es ein Foto. Das wäre so unlogisch, wenn es explodieren würde, wenn du dich schnell bewegst. Ja, das ist in der Serie auch so. Das wär nur logisch, wenn es anzünden würde. Nee, aber das ist altes Dynamit. Das ist schon feucht und nass und man. Das ist halt echt so. Das ist so eine chemische Reaktion. Weil das Wasser drin ist, damit es leichter explosiv. Und dann bist du auch im Endeffekt. Das macht irgendwie keinen Sinn. In der Serie ist es auch so, das ist cool in der Serie. Da wird abends in die Luft gesprengt, das ist super. Das hat sich gerade bewegt, das Dynamit, du lässt echt nicht zu schnell gehen. Aber es ist trotzdem unlogisch. Boah, mach mir keine Angst. Es ist so, schau, es bewegt sich. Ja. Lass nicht zu schnell gehen. Vielleicht wenn wir auch in die angeschossen werden von dem Kern oder so. Aber dann nicht noch weiter. Das ist trotzdem unlogisch, weil es entzündet sich ja erst recht nicht, wenn es nass ist. Ja, das ist unlogisch. Dann. Außer es ist Lithium drin. Kann man da nicht noch weiter rein? Das wäre ja sinnlos. Ich hätte das... Ah! Fuck! Halt doch's Maul! Okay, ich darf nicht sprinten. Ich bin zu ungeduldig, Leute. Ihr geht wieder zurück. Boah, das macht mir echt Angst. Scheiße. Ich will damit auch nicht. Ich kann nicht shiften, weil du sagst. Drück mal Shift. Ich hab Shift gedrückt, ganz kurz. Aber drück mal ein bisschen länger Shift. Nein! Lauf mal so 10 Meter. Jetzt hör mal auf, komm. Also wir müssen jetzt hier langsam uns durch den Dschungel kämpfen. Herr Arzt. Boah, das ist so geil, die Szene, Mann. Ich meine, das ist echt gut. Der tut halt so, als kennt er sich aus mit dem Miet, der nimmt das in die Hand und dann plötzlich fährt es dann alles in den Luft. Und dann Tony sagt, ich habe ein Stückchen Arzt auf mir oder so, sagt er. Das ist ein super Spruch. Das finde ich aber irgendwie nicht so gut für kleine Kinder. Das finde ich ganz ehrlich. Ja, Lost ist ja auch auf 16, glaube ich. Das finde ich nicht so nett. Dann sollte das. Wir haben noch 13 Kugeln, das muss doch nicht. Und die haben auch noch Munition von allen. Das ist im grünen Bereich, Leute. Wir sind voll gut dabei. Das ist ja auch ein guter. Du solltest ja an Lianen schwingen, dann wäre das Spiel echt geil. Dann wäre es geil. Das wäre echt witzig. Aber das sieht trotzdem schön aus. Also die Insel ist richtig groß, wie man so sieht. So Jump and Run mit Lianen. Ich würde jetzt hier echt gerne mal ein Foto machen, so ein Panorama-Foto, aber das geht ja leider nicht. Nein, das ist doch voll das geile Bild. Aber der hat überhaupt keinen Geschmack, der Kerl. Jetzt fällt ihm ein. Weißt du, wo es zurückgeht? Ja, da auch. Affel. Ich will da echt nicht mehr ins Schwarze und ins Territorium, Mann. Oder bist du dahin? Da war doch nicht der Kerl, der da war. Das Rauchmonster? Ja. Ja, wusstest du, dass das Rauchmonster früher ein Mensch war? Ich will ja nicht spoilern. Willst du ja nicht spoilern, ne? Nee, wusste ich nicht, ganz ehrlich. Ja, so war es. Sechs Knorke. Sprint mal. Haben wir die Uhr gestellt? Nein, aber wir haben vom letzten Mal noch laufen müssen, können wir uns durch die Mathematik berechnen. Also das haben wir ungefähr 4,5 Minuten. Ja, mögt ihr Mathematik, Leute? Also nicht nur 4 Minuten eigentlich. Dynamit ist sehr instabil, laufen sie nicht zu lange damit herum. Jeder Dynamitstange ist äußerst instabil. Wenn sie damit laufen, enden sie womöglich wie Arzt. In winzigen kleinen Stückchen. Finde ich gut, den Satz. Hat mich schon wieder gefreut. Wir müssen jetzt hier langsam. Aber langsam wird es ja noch schwieriger. Boah, ich glaube nicht, dass wir das so gleich packen jetzt, wenn wir nicht mal rennen dürfen. Das ist doch nicht mehr da. Glaubst du? Glaub ich nicht. Dann hast du recht. Ach ja, ich darf ja nichts mitnehmen. Das darf ich heute müssen. Das sind Benny-Bäume. Halt dich mal da auf. Aber geh nicht zu nah dran. Ich hör's. Scheiß, hörst du? Ich hab was gehört, aber. Ja, es war ein Sound. Ja, ist er nicht. Doch, jetzt. Wo? Es muss da irgendwo sein. Ich sehe noch nichts. Das ist er nicht.
Muss ja immer so. Ah, da war's grad! Jetzt hab ich grad gesehen! Hab ich denn echt? Hast du auch gesehen, oder? Ja. Ja, gute Animation übrigens. Die ist scheiße, die Animation. Auch natürlich. Boah. Boah. Vielleicht tun sie auch einfach nur damit die Ladezeiten zu tun, als wäre das eine Ladezeit. Und dann haben sie einfach das dabei reingeschnitten. Ich kann natürlich auch so. Boah, das wird glaube ich schwer jetzt mit der Dynamie. Ich glaube nicht, dass das wird so denn? Ich fand das davor. Ich gar nicht. Kriegt er sich da auf, wenn er das sieht? Ist so schön. Wo ist es nicht richtig? Ist einfach weg, geh einfach raus. Aber ich hatte das davor halt schon schwierig und jetzt wird es dann noch schwieriger. Welche Richtung? Da gehen wir da lang. Ne, du musst einfach runtergehen, glaube ich, stimmt schon. Scheiße. Sackgasse. Ich glaube nicht, dass wir das packen. Tut mir leid. Ich hab das irgendwie nicht so richtig positiv. Es kommt gerade. Das ist gar keine gute Musik, glaub mir. Mann, wo ist denn der nächste Band im Baum? Was ist das denn? Bus, geh doch weg da! Hätte man sich doch da drin versteckt. Fuck, ist das scheiße. Das ist so leid. Boah, das traurigerweise ist das spannend. Da ist der nächste Band im Baum. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Ich glaube, das ist da. Mal doch keine schwarzen Augen in die Wand. Wo geht's denn lang? Ich hab keine Ahnung. Das ist meine. Das ist da. Wo? Irgendwo ist es. Wo denn? Irgendwo, geh doch einfach in den Baum da jetzt mal kurz rein. Nö. Wo? Da hinten war's, ich hab's gesehen. Hast du? Ja. Ich traue dir. In der Ecke. Da! Oh, da hast recht. Da ist es. Haha. Es geht wieder weg, Jim. Ja, langsam. Das ist ganz geil, weil haben wir die Nadelzeiten nicht, wenn wir das nicht so nach Hause machen. Wo war die Flagge? Ich geh nochmal zur Flagge, die wir unten gesehen haben. Die war, glaube ich, richtig. Man kann auch ganz. Was ist der Mietmann? Macht's nicht. Oh, wir sind total falsch gelaufen, wenn das so. Ich glaube, wir sind zurückgegangen. Okay. Nur im Augenwinkel, das Ding. Alter! Boah, krass! Also bis jetzt läuft's doch ganz okay, also. Das ist so lame, ganz ehrlich. Jetzt auch durch in der Folge, aber. Das ist recht unlustig, ganz ehrlich. Ich find's trotzdem so. Das macht irgendwie auch nicht Spaß. Ich find's so unlustig, dass es schon wieder gut ist. Macht dir das wirklich Spaß, das zu machen? Ja. Cool. Macht's euch Spaß, Leute. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das für Publikum machen. Das ist nicht für uns. Das ist ein Spaß noch da. Ist weg. Jetzt langsam ist weg. Gehen. Jetzt geht's. So jetzt. Oh, nee, oh, doch nicht. Ich möchte jetzt da bin ich hergekommen. Ja. Genau in die andere Richtung jetzt. Lass die fahren da runter. Da zu dem Baum, lieber zu dem Baum. Schau mal kurz hier. Schiss nochmal zu dem Baum, das war schon wieder hinter dir. Ich will nur wissen, was ich jetzt da lang mache. Hinter dir ist es. Mach mir doch keine Angst. Soll ich weitergehen? Ich warte. Ja, mach mal kurz. No risk, no fun, würde ich sagen. Wo steht nicht der Wind im Baum, ey? Oh, ich hab. Sieg wird irgendwie schon. Wohin muss ich gehen? Wieso gehst du denn zurück jetzt? Ich weiß nicht, wohin ich gehen muss. Geh da lang. Das kommt grad. Zu Julia. Nein! Bist du wahnsinnig? Was ist schlimmer als für Misha, ey? Alter, Small. Boah. 4, 15, 16, 23, 42. Boah. Scheiße. Wie wir geschrien haben, weil wir lächerlich eingewiesen sind, scheiß Raum. Boah. Das ist echt spannend, traurigerweise. Vielleicht beim Zuschauer nicht, aber beim so, bei dir, hast du es lange gesehen auf dem großen Bildschirm? Da hast du einen Banging Bomb. Als ich hier die Banging Bomb, ich wusste, dass ich noch eine Rolle spielen würde. Wir sind eh noch am Anfang da. Also. Da geht's heute. Da ja, waren wir eh schon. Wir haben eh nichts erreicht, von daher ist. Wir haben wenig. Kein Problem. Ich hör's schon wieder. Man hört's schon wieder. Das ist es ja schon wieder. Geh mal da kurz rein. Oh Gott, ist das schlimm. Die Musik macht einfach fertig. Das müsste eigentlich irgendwo sein jetzt schon. Hörst du nicht die Musik? Ja, die Musik muss da irgendwo sein. Du siehst die Musik auch immer gleich, wenn wir drin sind. Glaube ich noch. Oh, das Grafikbug. Oh, ganz schlecht gemacht. Das sehen die Leute aber nicht. Die machen keine Angst. Ja, raus hier. Wo geht's lang? Ah!
Boah, ein Patch wäre mal gut. Du machst mich so fertig. Also das Rauchmonster. Was für eine Grafik? In den Venue mal? Was für eine Grafik meinst du? Boah, müsste man da mal so Patch machen. Das sehen die Leute aber nicht. Achso. Sieht das so bei uns? Ja. Echt? Nicht so richtig. Ist wahrscheinlich wegen den Frames. Ich hab so Angst vor diesem Rauchmonster. Die Frames ist eh noch ein bisschen runterhauen. Also wenn man das Spiel spielt, hat man schon mehr Angst vor dem Rauchmonster, als wenn du einfach nur die Serie schaust. Das ist schon echt da. Das ist schon schlimmer. Wo ist denn? Boah, das ist so ein Irgendwo. Ja, jetzt geh raus. Das ist lange. Boah, ich mag's nicht. Die Musik ist schon wieder so scheiße. Ja, du warst gerade, genau. Wo ist denn lang? Genau. Irgendwo ist ein Benjamin-Baum da rechts. Geh mal da hin. Oh, pass auf, gell. Wo ist ein Benjamin-Baum? Da. Geh mal da hin, zu dem Benjamin-Baum. Ja, mach ich vor. Wir müssen trotzdem weiterlegen, ich möchte das. Ja. Okay, da ist die Flagge, genau. Ich geh mal kurz rein. Die Musik ist immer... Das vorne auch gemacht, die ist auch reingegangen, ne? Nach raus, da war es schon. Was ist schon irgendwo, immer die Musik... Boah. Ja, schau. Mhm. Und wenn die Musik da so hässlich wird. Jetzt geht's wieder weg, gehen. Ja, so ein bisschen, aber wohl, nicht so ganz. Was ist das denn? Müssen wir ein bisschen warten noch. Also das ist echt spannend. Das ist, ich finde, das ist gut gemacht, aber brauchen wir uns das gut genug, ja. Hier rausgehen. Ja. Wo ist die Flagge gewesen? Wo war die? Na, hinten. Wo? Da links, glaube ich. Irgendwo. Ja, da ist sie. Scheiße. Das. Wenn wir das abwenden, sind wir gut, Leute. Dann geh mal da links in den Benjamin-Baum. Wo ist ein Benjamin-Baum? Rechts, rechts. Da gleich neben dir. Ja, genau. Da geh auch gleich mal rein. Lassen. Ja, muss eigentlich in jede reingehen, ja. Das ist echt das Klügste. Und dann erstmal warten, bis das Viecher da schaut, ist eben wieder da. Das kommt eigentlich immer kontinuierlich gleich. Du musst einfach nie in den Benjamin-Baum reingehen. Ja, damit es dann wieder weggeht. Ist weg? Weiß ich nicht, hinter dir war es auf jeden Fall. Da muss das Wendern sein. Ich glaube, kannst du rausgehen. Erstmal. Ja, ich auch nicht. Man muss sich halt immer wieder orientieren, wo man. Was? Ich will reingehen. So. Jetzt ist es da. Rein. Hoch. Das ist voll die erste Musik, ja. Das ist die Musik da draußen. Da geht's dann so richtig ab, Alter. Das ist sogar ein Vorteil, wenn man zu zweit spielt, Leute. Krass, ich glaube, wir machen das jetzt noch fertig in der Folge. Ja. Aber egal, 3 Minuten haben wir eh noch. Egal, wie lange das dauert. Ist auch nicht wirklich so spannend, ich will da nicht die mehrere Folgen verschwinden. Ja. Wenn man so einen kostbaren EP. Warum bleibt der denn da, wenn man da mal, wenn es einmal sieht? Jetzt geht's wieder. Da ist dann kurz verschwindet, wenn es dann zwischen dieser Sequenz, wo es um uns schwirrt und dann wieder weggeht. Da verschwindet es kurz. Ist mir aufgefallen? Ja, stimmt. Jetzt ist es weg. Geh orientieren, wo müssen wir hin? Hast du die Flagge, glaube ich, irgendwie. Da war die Flagge, also da lang. Oder? Ja, irgendwie so. Du bist ein Männchenbaum, Mann. Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Ich muss mich orientieren. Dann gehen wir wieder rein, oder gehen wir wieder zu fahren. Oder noch Zeit? Ja, bis jetzt noch. Die wäre vorne so. Es kommt gleich das Vieh, ich weiß es. Ja! Ha. Krass, Mann. Krass, wir haben es geschafft. Die Folge ist auch so gut wie vorbei. Ja, es war passt. Ist ja genau richtig. Also noch ein bisschen, dann ist die Folge vorbei. Zu Hause besitze ich 1,5. Nee, ich habe ja wieder neu gestartet. Ne? Ja, ich weiß schon. Ja, klar, ja. Also, Hugo hat Geld. Willst du uns erzählen, warum du so unbedingt weglaufen musst? Willst du uns die Wahrheit sagen? Tom Sawyer. Achso, ich habe gerade Said gelesen, deswegen habe ich nicht geredet. Verdammt. Ja, schade. Sorry. Das... Würde ich sagen, wir gehen noch vor die Tür und dann machen wir Pause. Als Gag. Ja. Kann man machen. Das wäre doch gerne mein, oder? Wenn man jetzt zu schnell geht und es explodiert, das wird ja nicht. Dann würde man, glaube ich, auch gleich wieder hier anfangen, einfach. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn wir dann wieder zurück beim Schiff werden, ich würde es ausrasten. Also wir springen dann am Anfang der nächsten Folge. Voll 3 ist. Aber wir machen es so. Ja, das ist doch, dann habt ihr was zu schauen in der nächsten Folge. Und ihr seht jetzt noch wieder die nächste Folge heißt dann... Die springende Tür. Ne, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Möglicherweise aber auch nicht. Oder der Wasserfall war mir nicht so gut gemacht. Aber ich hoffe, euch gefallen die neuen Folgen nach dieser kleinen Pause. Wir hatten ja eine kleine Pause nach der 10. Folge. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem, Leute. Ah. Das ist euch so voll sinnlos. Das hätte ich ganz gut gemacht. Also. Naja, ein bisschen hakelig, oder? Ah, nö, das geht schon.
Was sieht hakelig aus? Tür untersuchen. Oh, abgeschlossen. Mit Dynamit könnte man sie sprengen. Tja, und das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Von Lost. Hier, Servus, bis dann. Ciao.